Vor ein paar Wochen, habe ich gerade gesehen, kam ein Video von Brust raus raus. Brust raus raus. Und da geht es um Overhealing. Wie viel Selbstreflexion, also wie viel zu viel Selbstreflexion auch schaden kann. Und es ist extrem spannend für mich, da ich ja selber gerade in einer heilenden Phase bin und ich mich erstmal selber heile. Also nicht nur alleine, aber ne, das ist halt, ja, die, da ist halt ziemlich interessantes Thema für mich. Vor allem für Leute, denen halt sehr viel Bitteres passiert ist. Da wollen wir doch mal reingucken, weil ich finde auch, manchmal ist zu viel wirklich einfach auch zu viel. Und ja, da gucken wir doch gleich mal rein, wie das Ganze so jetzt läuft. Das ist also Brust raus, Overhealing, viel zu viel Selbstreflexion, Schaden. Wie viel? Nein, wie zu viel Selbstreflexion? Ich krieg's heute auch nicht mehr auf die Reihe. Ist egal. Es gibt Situationen, von denen muss man sich erstmal eine Zeit lang erholen und ein paar Dinge für sich verarbeiten. Mhm. Sei es jetzt ein komischer Spruch von der besten Freundin oder aber ein Schicksalsschlag. Und wenn man dann durch seinen Feed scrollt, kann der einem schnell das Gefühl geben, dass man traumatisiert ist oder ein anderes psychisches Problem hat. Bei mir kommt oft an, dass es basically immer was zum Heilen gibt und ich heilen muss. Sonst bin ich nicht gut genug. Genau das kenne ich auch, dieses du musst heilen, du darfst nicht deine schwachen Phasen haben, du musst wieder funktionieren. Mein Freund und ich, wir haben uns getrennt. Oh Gott, wie geht es dir? Ich bin so traurig. Ich kann einfach... Woher genau kennst du denn dieses Gefühl? Also, was bedeutet das eigentlich und was sagt das über dich aus? Was willst du eigentlich machen, um zu heilen? Und hast du heute schon richtig geweint? Ich... keine Ahnung. Ich muss das erstmal für mich realisieren. Was? Du musst weinen! Wein jetzt! Sich selbst zu reflektieren und zu heilen... Also, das ist auch wirklich, ne? Also, ja. Mir wurde dann so Sachen gesagt wie, vergiss ihn. Ist doch scheißegal. Ignorier's. Kann anstrengend sein und Nerven kosten. Viele Gedanken gehen dabei drauf und dabei kann man gerne mal in die ein oder andere Gedankenspirale abrutschen. Und die Frage, die ich mir da hin und wieder stelle, ist es irgendwann auch mal genug? Erst vor kurzem hat Psychotherapeutin Dr. Gitta Jakob ihr Buch Leben geht nur vorwärts rausgebracht und diskutiert hier, wann es Zeit ist, das innere Kind in Ruhe zu lassen. Was ist da dran? Gibt es sowas wie Overhealing, also Überheilen oder toxisches Heilen? Darüber spricht... Ich würde eher sagen, toxisches Heilen gibt es auf jeden Fall, oder? Wenn du auf jeden Fall jetzt sofort wieder das und das und du musst sofort fangen mit der Heilung an, obwohl du das gerade erstmal noch gar nicht verstehen kannst. Und nee. Sprechen wir mit Psychologin Uroba und ich sag mal so, persönlicher könnte es heute kaum werden. Also, let's go. Ja, heißt also Seelenstrip. Sich selbst zu reflektieren bedeutet, sich selbst in seinem Handeln, Fühlen und Denken zu beobachten, hinterfragen, analysieren, Probleme erkennen und gegebenenfalls Veränderungen anzustreben. Mhm. Ich zum Beispiel versuche mich oft zu reflektieren, wenn ich mich von anderen Menschen abgelehnt fühle, denn das passiert bei mir ultra schnell. Also da bin ich ganz bei ihr. Da versuche ich das auch. Da versuche ich zu überlegen, was habe ich falsch gemacht, woran liegt es bei mir? Und ich suche grundsätzlich die Schuld immer bei mir. Das ist ganz wirr. Das hat man mir auch schon abgeraten, mehrfach. Da reicht manchmal einfach ein falscher Emoji oder ein Okay, das nicht enthusiastisch genug gesagt wurde. Und bevor ich dann mein Gegenüber weinend frage, ob er mich hasst oder ihm Vorwürfe mache, gehe ich erstmal in mich und versuche das Gefühl für mich einzuordnen. Ich frage mich dann immer, hat mich die Person gerade wirklich abgelehnt oder hat das was mit meiner eigenen Unsicherheit zu tun? Um in diesem Video aber nicht nur aus eigenen Erfahrungen zu sprechen, hat Psychologin Uroba das Ganze für uns mal eingeordnet. Ich finde es ist so weit wichtig, sich selbst zu reflektieren, bis man nicht sozusagen belastet ist oder eingeschränkt ist im Alltag, dass man so sagen kann, hey, ich kann mein Leben leben, natürlich habe ich Mängel und Fehler und Defizite so, aber die belasten mich nicht mehr so arg oder schränken mich im Alltag nicht mehr ein. Um zu erkennen, das wurde mir auch geraten, ich soll das lassen. Nein, also so grob gesagt, mir wurde auch erklärt, wie ich es zu machen habe und so weiter. Also wurde mir halt auch gesagt, das ist nicht immer ich bin, das sind auch mal andere Menschen, die Scheiße bauen und dass ich mich akzeptieren muss, so wie ich bin und genau das tue ich und mittlerweile habe ich hoffentlich nur noch Menschen in meinem Leben, die das mitmachen.
was einen belastet oder stört, hilft es, sich immer wieder selbst den Spiegel vorzuhalten und zu schauen, wie geht es mir eigentlich? Manchen hilft es, wenn sie sich bewusst Zeit dafür nehmen. Anderen tut es gut, das zum Beispiel beim Sport oder Autofahren zu machen. Was mir persönlich ganz doll hilft, wenn mich zum Beispiel bestimmte Dinge verletzen und ich sie nicht so gut einschätzen kann, ich spreche da mit Freunden darüber, um einen anderen, weniger emotionalen Blick auf die ganze Sache zu bekommen. Und manchmal mache ich auch. Hilft mir auch der ein oder andere Mental Health Tipp auf TikTok, aber da kann man auch schnell in Rabbit Holes fallen, die einem gar nicht mehr so gut tun. Oh Gott, ja. Da ist so einiges bei einigen ganz, ganz schlimm. Und das ist, also ich habe jetzt vor einiger Zeit wirklich so eine Dame gehabt, die habe ich beobachtet. Das war schon halb Sekten. Artig, wie sie drauf gegangen ist. Die hat ja auch Sachen kommentiert, wenn da jemand geschrieben hat, ach, ich weiß nicht, heute bin ich so müde, so erschöpft von meinem Heuschnupfen. Da kamen dann so Sachen wie, ja, du musst jetzt reflektieren, wo dein Heuschnupfen wirklich herkommt, dann mach das und dies und dies und das und so ganz verkehrt. Auf Social Media kommt man nämlich an Mental Health Themen kaum vorbei. This is a place where I feel. Ob es jetzt Promis oder Influencer sind, die über ihre mentale Gesundheit sprechen oder Firmen auf den Zug aufspringen und ihre Produkte vermarkten. Einige Unternehmen branden ihre Produkte auch mit Mental Health-Themen. Egal ob Duftkerzen, Yoga-Kleidung oder Affirmationskarten. Und ey, versteht mich nicht falsch, Reflexion und Heilung sind super wichtig. Und auch, dass mehr über mentale Gesundheit generell gesprochen wird, bricht einige Tabus. Das stimmt, das finde ich auch. Und ich finde jetzt bei Affirmationskarten, die finde ich eigentlich ganz cool. Manche Sachen kann man für sich umsetzen und manche Sachen nicht. Du musst halt von dir selber aus wissen, was du für dich mitnimmst und was nicht. Ansonsten, ich finde die Karten teilweise so schön gestaltet. Das ist Wahnsinn. Grundsätzlich gut findet Barbara Haidt, Präsidentin des österreichischen Bundesverbands der Psychologie, Influencerin. Und Influencer haben eine große Verantwortung. Und viele kommen dieser auch gut nach. Sie erzählen von ihrer Diagnose, erklären auf und sensibilisieren ihre Followerschaft dafür. Sehr schön. Ach, da, Sekunde. Die Quelle ist da. Ich glaube, ich setze mich jetzt hier oben hin. Also ganz im Ernst. Ha, manchmal, nur so. Manchmal muss man das tun. So Quelle versetzen und so ein Krams. Also damit auch die Quellen besser lesen könnt. Viele Influencer werden dieser Verantwortung auch gerecht, erzählen über Diagnosen oder Gefühle, klären auf und können anderen damit extrem helfen. Es zeigt, dass man nicht alleine ist und es motiviert. Und trotzdem, solche Accounts ersetzen keine Therapie. Und braucht es für den Blick auf einen selbst wirklich diese eine Duftkerze? Also vor allem keine Duftkerze. Boah, ey, ich glaube, ich nehme mir heute mal richtig Zeit für mich. Die letzten Wochen waren krass. Ja, das klingt nach einem guten Plan. Hier hast du eine Duftkerze. Die halte ich. Ich bin auch Psychologin, die in den Medien, in der Öffentlichkeit steht und das zum Thema macht. Aber viele, viele versuchen jetzt genau mit dem Thema, viele Promis, viele Experten, auch genau mit dem Thema Geld zu machen. Hey, komm. Steht vor allem im Winter dominiert das Thema Selfcare die Plattform. Die Botschaft dahinter sei grundsätzlich löblich, achte gut auf dich. Das stimmt, das möchte ich dir auch ans Herz geben. Am Ende sei es allerdings häufig ein Aber mit diesen Produkten kannst du noch besser auf dich schauen. Gedings, kritisiert Aschenbrenner. Auch Haidt sieht das sehr kritisch. Es sei eine Frage von Ethik und Moral, mit dem Leid von vielen Menschen Geschäft zu machen. Finde ich fragwürdig. Es gäbe einige wenige Produkte, bei denen man leicht depressive Verstimmungen nachweisen, also dass das dann helfen kann. Tageslichtlampen im Winter etwa. Das stimmt, das habe ich auch schon ausprobiert. Aber eine Duftkerze oder eine Affirmationskarte macht niemanden gesund. Das stimmt, es macht einfach niemanden gesund. Klar, natürlich, wie gesagt, du kannst alles machen, was dir gefällt, damit das, was dir gut tut, ne, wo du weißt, ey, das habe ich schon immer so gemacht, wenn es mir so ein bisschen schlecht ging, dann habe ich das gemacht, dann ging es mir so ein bisschen besser, dann go for it, aber es wird dich halt nicht heilen. Kommt bei mir ins Coaching oder macht diesen einen Kurs, den ich entwickelt habe oder hört meine Podcasts. Danach seid ihr irgendwie geheilt oder danach geht es euch viel besser und das Leben
schwuppt dann einfach so, ne? Psychologin Gitta Jakob hat da eine ähnliche Meinung zu. Sie sagt, dass viele reden würden, als wären sie ihre eigenen Therapeuten und dass sie ihre psychischen Probleme in den Vordergrund rücken. Was passiert eigentlich, wenn man aus der Mental Health Bubble gar nicht mehr rauskommt? Wir haben letztens über Gym Talk gesprochen. Da haben wir gesagt, Leute, Sport, mega wichtig, mega gut. Aber verliert nicht das eigentliche Ziel und eure Gesundheit aus den Augen. Verliert euch nicht in dem nächsten Trainings- und Diätplan. Basically, verliert euch nicht selbst. Und das gilt auch für die Mental Health Bubble. Man kann durch Social Media das Gefühl bekommen, man ist noch nicht am Ziel, weil man dann häufig ja auch dargestellt bekommt, wie es vielleicht noch besser sein könnte. Oder man kriegt ja auch voll oft dann die Themen von den anderen mit. Und das ist ja auch schön, dass wir irgendwo alle was Gemeinsames haben, aber das bedeutet nicht, dass es mein Hauptthema werden muss, nur weil jemand anderes da gerade am Optimieren ist. Aber das Gefühl kriegt man dann ganz, ganz schnell so. Das sollte auch mein Thema sein und ich sollte mich da am besten auch verbessern. Die Autorin Nina Genau, das kriegt man wirklich sehr, sehr vermittelt. Das ist das noch ein Problem und dies. Ich bin ja auch schon mal in dieser Bubble gewesen und ich finde es sehr verkehrt halt, wenn du plötzlich merkst, oh, das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht. Sei ein Mensch, hab Ecken und Kanten. Sei nicht so abgerundet und so glatt. Es ist doch schön, wenn du Ecken und Kanten hast. Natürlich erzähle ich dir hier auch immer wieder mal, also sage ich dir immer wieder mal ehrlich, dass ich unter Depressionen leide, dass bei mir, also ich kümmere mich ja drum und so weiter und so fort und solche Sachen und dass ich halt manchmal mich nicht so gut fühle und so weiter. Aber es ist einfach nicht mein Hauptthema und mein Hauptthema wäre, es wäre auch wirklich, wirklich, wirklich schlecht, es zu meinem Hauptthema zu machen und dir zu zeigen, wie drücke ich das am besten aus, dir zu zeigen, einfach was meine Baustellen sind, weil meine Baustellen muss ich ja selber bebauen und da kann ich nicht noch so hier und da und ne, so, total, guck mal, ja, das funktioniert nicht. Selbst wenn ich, wenn ich mit anderen drüber rede, also wenn ich mich mit Freunden drüber unterhalte, was passiert ist und so, selbst da versuche ich schon zu sagen, so, ich runde das ein bisschen ab, was natürlich bei medizinischer Hilfe ein bisschen anders ist. Da musst du natürlich den Aal auspacken, ne? Und dann schlittert er glatt über den Tisch. Ja, dann ist es da. Das musst du dann tun, nackig machen. Aber ich sage auch grundsätzlich, bevor dir TikTok hilft, dass du ein gesundes Leben führst, bitte geh lieber zu einem Arzt. Ayerle der Stuttgarter Zeitung sagt, wer nicht regelmäßig an sich arbeitet, gilt heutzutage fast schon als oberflächlich oder unreif. Aber erste Psychologinnen sprechen darüber, dass das ständige Reflektieren und der Drang nach Verbesserung zu viel sein kann. Euch beschäftigt das Thema auch und ein Kommentar unter einem unserer letzten Videos hat es ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Über einige Dinge habe ich mir nie Gedanken gemacht, bis ich auf Social Media darauf aufmerksam geworden bin, wenn Leute Lösungen für Probleme gezeigt haben und ich mir dachte, das Problem hatte ich noch gar nicht auf der Liste. Muss dazu. Mir geht es oft sehr ähnlich. Ich sehe zum Beispiel, wie jemand eine krasse Sportroutine hat und denke mir, ja, das muss ich auch so machen. Oder jemand... Boah, gerade bei krasser Sportroutine denke ich mir so, ja, ich habe Hunger. Es ist ganz komisch. Ich sag ja, also ich bin auch nicht so... Das Funnige ist daran, ganz, ganz viele von euch gucken ja wahrscheinlich so Influencer, die halt ihr perfektes Leben initiieren und uns zeigen, wie toll das Leben läuft und so weiter und so fort. Und ich hatte das Thema heute mit meiner lieben Freundin Tanja. Und liebe Grüße gehen raus. Und wir saßen so beim Kaffee und haben uns darüber unterhalten. Diese geleckten Influencer kann ich ja nicht leiden, ne? Also da, wo du siehst, es gibt keine Fehler, es gibt keine Probleme, nichts passiert. Die sind immer so super toll gelaunt und so weiter. Da passiert gar nichts Schlechtes oder sowas. Und das kann ich ja zum Beispiel nicht leiden, wenn dieses Ach Perfekte ist. Wenn ich hier so sehe, mein Leben ist überhaupt nicht perfekt und es muss auch nicht perfekt sein. Mein Leben muss nicht perfekt sein, das ist mein Leben, ne? Ich gestalte es am Ende. Aber wenn ich dann so solche Seiten dann teilweise auch aufkriege mit, ah ja, du musst aber unbedingt noch Sportroutine mit einbauen und musst dich besser ernähren und so weiter. Also ich ernähre mich, ja, ich würde mal sagen, ausgewogen. Ich bin, ich esse zum Beispiel kein Fleisch, liegt aber an gesundheitlichen Sachen. Ich kann keine Fisch, Milchprodukte essen, weil gesundheitliche Probleme dann auftauchen. Also Laktoseintoleranz, aber sowas von mächtigst, kräftigst. Und ich esse
Ja, gut, ich habe neulich aus Versehen so eine Mini-Tafel Schokolade gegessen, aber das war auch so eine zuckerfreie. Und also selbst da solche Sachen. Ich habe aber mein Gewicht und ich weiß auch, woher das kommt. Also ich habe, wie gesagt, ich habe da ja jemanden im Hintergrund, mit dem ich viel rede, also professionell und meine Therapeutin sagt dann liebevoll immer zu mir so Sätze wie, du bist, wie du bist. Und genau das ist das, was du zeigst, was dich vielleicht für andere unsympathisch macht, weil du einfach nicht arschglatt bist. Und auch sie kann die übrigens nicht leiden. Sie hatte da mal versucht, für eine Studie was rauszufinden und das war ganz Katastrophe. Wohl für sie. Auf jeden Fall hatte sie mir das mal erzählt. Und wir sind halt zu dem Schluss gekommen, wenn ich darüber rede, beziehungsweise wenn mein Leben so ist, wie es ist. Natürlich, ich kann mich optimieren, ich kann sagen, so, das möchte ich jetzt verbessern, das möchte ich verbessern. Aber zum Beispiel bei einer Sportroutine, no way, ich würde ganz gerne ein bisschen wieder planken, einfach nur, weil ich dazu Lust hätte. Ich komme nicht dazu. Ich habe dazu keine Zeit, ich finde keine Zeit zum Planking. Natürlich wäre das ganz angenehm, aber es ist wieder so eine Bubble da, dann du musst total toll sein, optimiert von oben nach unten. Wow. Und ich bin wirklich jemand und dafür werde ich immer gelobt, der einfach sagt, so ist mir egal. Genauso wie halt dieses tagtäglich, also die Influencer, die dann halt so arschglatt sind, die haben ja auch, die lösen ja einem Menschen so einen gewissen Voyeurismus aus. Und dieser Voyeurismus wird ja bedient von denen. So. Und mich zum Beispiel juckt das gar nicht. Macht, was ihr wollt in eurem Dings. Und ich finde es sehr interessant, wie viele Leute komplett ihr Leben öffnen würden für Social Media, um Einschaltquoten en masse zu haben. Wie viele Leute ihre Kinder zeigen, ihre kompletten Wohnungen zeigen, also komplette Hauswohnung, was auch immer. Wie viele Leute sogar Adressen in die Kamera halten. Habe ich auch schon gesehen, ganz verkehrt. Und Kennzeichen zeigen vom Auto und dann immer noch das Auto präsentieren und so weiter. Da gibt es kaum bis gar kein Privatleben mehr. Am liebsten noch direkt im Bett, wenn der Partner, nee, Partner und Partnerin, je nachdem, also der liebste Mensch neben einem liegt, man gerade vielleicht Horizontalsport ausgeübt hat. Selbst noch dabei würden die Leute einen mitnehmen wollen. Also, oder die, ne, die würden halt dafür sorgen, dass du das siehst, wenn du diese Stories guckst oder diese Reels oder was auch immer. Und das habe ich zum Glück nicht. Ich folge den Leuten nicht, die ihr Privatleben komplett auf dem Dings patschen. Nee. Also ich bin ganz ehrlich, ich denke, das gehört eigentlich so Privatsphäre und so, schon mal was davon gehört. Aber nein, ich habe das wirklich zum Glück nicht, dass ich so hardcore die Privatsphäre da sehen will. Also ich möchte das wirklich nicht. Ich bin ganz ehrlich, da bin ich komplett raus. Und seine Schränke neu sortiert, weil sie vorher so chaotisch waren und die neue Ordnung mehr Ruhe reinbringt. Und ich denke mir, ja, über meinen Gewürzschrank habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Aber Sie hat einen Gewürzschrank? Ich habe ein chaotisches Regal und das ist gut so, sonst finde ich doch nichts. Okay, ich bin Team chaotisch. Bist du Team chaotisch oder Team sortiert? Gerne kommentieren. ja, der ist so chaotisch, das stresst mich. Dabei habe ich nicht mal einen Gewürzschrank. Und so banal das jetzt auch klingt, natürlich geht es hier auch um Lösungen für Probleme, die einen psychischen Ursprung haben. Hier weiß Social Media natürlich auch, wie man am besten heilt. Und leider wird hier oft ein falsches Bild vermittelt. Ich muss mich noch mal ganz kurz dazu entschuldigen wegen dem Gähnen. Das kommt immer noch durch meinen Husten. Ich atme noch ein bisschen anders und deswegen ist es einfach nur versuchen zu entspannen. Bei Kerzenschein, total ästhetisch in der Natur, beim Girls Talk mit einer Freundin oder typisch wie in Filmen und Serien auf einem idyllischen Berg einfach den ganzen Schmerz rausschreien. Na los, Jason. Na los, trau dich. Du musst einfach mal loslassen, sonst bist du nie wirklich frei. Dabei findet Heilung. Also, ich glaube, an Jasons Stelle würde ich sie höchstens vom Berg schmeißen. Es tut mir leid. Oft auch im Stillen statt und ist nicht immer so ästhetisch. Wenn ich jetzt Patienten bei mir in der Therapie sehe, die wirklich heilen, das ist verdammt anstrengend und verdammt schwer, weil es verdammt anstrengend ist, sich die ganze Zeit mit seinen Mängeln und Schwächen und Defiziten auseinanderzusetzen und die ganze Zeit versuchen zu verändern. Heilen macht einen. Aber
Ich habe ganz lustig, habe schon mal jemanden gehabt, die hat mir erzählt, dass sie, immer wenn sie nach der Therapie wieder zurück ist, hat sie Schmerzen vor Lachen. Ihre Therapeutin hat wohl den Drang dazu gefunden, ihr am Schluss einen Witz zu erzählen. Und zwar so skurrile Witze, dass man wohl lachen muss. Das fand ich auch eine richtig coole Sache. Erstmal Witz erzählen. Sehr cool, sehr, sehr cool. Nicht durchgehend glücklich. Man geht da auch durch schwere Erinnerungen, Gefühle und fühlt sich manchmal einfach mieser als vor diesem Gedankengang. Und das sieht dann nicht immer so aus, sondern eher so. Ja, genau. Oder gehst ins Bett und pennst. My healing journey. Und ich sehe nach einer Therapiesitzung so aus. Ja, genau. Genau so, das bin ich. Therapie hat nicht nur was mit Selbstoptimieren zu tun, sondern wirklich mit Behandlung. Aber das ist in der Therapie auch das Gefährliche, dass man schnell in der Therapie das Gefühl bekommen kann, dass man nur noch aus Defiziten besteht und nur noch Schwächen hat und nur noch irgendwie so eine einzige Baustelle ist. Und das fühle ich so sehr. Ich fühle mich oft auch einfach nur wie eine einzige Baustelle. Ich neige zum Beispiel oft dazu, fast jedes negative Gefühl von mir zu analysieren, um zu verstehen, warum ich mich denn so fühle, welche Wunde aus der Kindheit das ausgelöst haben könnte und was ich jetzt dagegen machen kann. Ey, hör auf, das bin ich. Statt es einfach mal zu fühlen. Mir fallen dann zig Unsicherheiten bei mir auf und ich suche immer nach der nächsten, um daran zu arbeiten. Und damit ist. Nee, das mache ich nicht. Also das danach suchen zu arbeiten, das mache ich zum Beispiel nicht. Mir ist das dann irgendwann scheißegal. Es heißt doch, also ich habe in der Kindheit immer zu hören bekommen, so Sachen wie, naja, sie ist halt stur, weil sie stier. Ja, das hat doch damit nichts zu tun. Ich bin stur, weil ich stur bin und nicht das. Das ist halt meine, das ist halt mein, das ist mein Gadget. Also wenn man mich kennenlernt, das ist mein Gadget. Ne? Also ob das jetzt Freunde sind, ob das Partner ist oder was auch immer. Ich bin stur, weil ich, das ist mein Gadget. Ist nicht gemeint, dass man grundsätzlich nicht an sich arbeiten soll. Genauso wie wir nicht sagen, dass man keinen Sport machen soll. Denn es ist wichtig, einen gesunden Blick auf seine Psyche zu haben. Was auf Social Media schnell durcheinander gebracht wird, sind Wörter wie heilen, Selbstoptimierung, therapieren. Alles mag vielleicht ein ähnliches Ziel haben, hat aber in seinem Ursprung eine ganz andere Bedeutung. Therapieren und heilen sind nämlich Dinge, die man macht, wenn man psychisch erkrankt ist. Ja. Genau das. Menschen, die zum Beispiel in der Küche stehen und da ist alles dreckig und die schaffen es seit Tagen nicht aufzuräumen oder sauber zu machen, weil sie depressiv sind. Oder wenn sie irgendwie jedes Mal in die U-Bahn einsteigen, eine Panikattacke kriegen. Da würde ich eher den Begriff heilen benutzen, weil die dann wirklich eine Behandlung brauchen. Oder beispielsweise. Ich habe Angst, wir wollen demnächst mal meine Angst vor Ärzten gehen. Ich danke jetzt schon. Ich habe jetzt schon gar keinen Bock mehr. Also ohne Scheiß, nee. Also das geht noch, also Therapie geht noch, aber Ärzte, also sowas wie Hausarzt, Zahnarzt, Chirurgen und so weiter und so fort, das wird ein spannendes Thema. Da wünsche ich jetzt schon mal mir viel Erfolg. Beispielsweise bei schweren Schicksalsschlägen oder Übergriffen. Dann, wenn Trauma entstanden sind. Wenn Menschen das Erlebte nicht bewältigen können und ihre Psyche, aber auch ihr Körper mit Gefühlen wie Hilflosigkeit und Lebensbedrohung reagieren. Die Seele hat eine Wunde erlitten. Daraufhin kann eine posttraumatische Belastungsstörung entstehen. Betroffene haben auch ein erhöhtes Risiko für Depressionen, Angst und Suchterkrankungen oder psychosomatische Erkrankungen. Wenn jemand ein Trauma erfahren hat, dann hilft es oft, wenn man darüber in einer Therapie spricht und lernt, das Trauma zu akzeptieren. Dafür braucht Braucht es Zeit und auch ein gutes soziales Umfeld kann helfen. Gefühle verdrängen oder betäuben, zum Beispiel mit Drogen oder Alkohol, Surprise, ist kein guter Weg. Aktiv werden und oder im Zweifel professionelle Hilfe anzunehmen, ist definitiv die bessere Alternative. Bei Selbstoptimierung hingegen geht es um lebenslange Prozesse. Hey, ich habe Konflikte in meiner Beziehung oder ich prokrastiniere oder ich bin belastet, weil ich irgendwie meine Steuererklärung machen muss und ich kann. Oh Gott! Steuererklärung. Ey, hör auf. Das belastet mich. Das belastet mich. Steuererklärung ist so auch so ein leichter Trigger bei mir. Aber ich habe letztes Mal und davor das Mal nicht geweint. Ich werde besser. Kann mich nicht aufraffen. All das
würde ich eher unter Selbstoptimierung einstufen und sagen, hey, man kann es machen, aber auch ohne diese Optimierung läuft das Leben irgendwie. Wie gesagt, reflektieren ist super wichtig, sich weiterentwickeln, kein Stillstand, Erfahrungen aufarbeiten, um heute bewusster handeln zu können. Nur wenn man dann aus dem Reflektieren nicht rauskommt, kann es passieren, dass man sich selbst im Weg steht. Wenn man sozusagen gefangen ist in seiner eigenen Selbstoptimierung. Kann man zu reflektiert sein? Haben wir uns traurig reflektiert? Ich reflektiere mein Verhalten, meine Beziehungen, meine Kindheit, mein Umfeld. Ich versuche, alle Zusammenhänge zu verstehen, um glücklich zu sein oder um eine bessere Version von mir selbst zu werden, um die Beziehung zu mir selbst aufzubauen, die man ja braucht, um glücklich zu sein. Ich glaube, man kann sich beim Versuch, sich zu finden, noch mehr verlieren. Ich arbeite an mir, aber wer sagt Stopp? Und wenn man sich, seine Gefühle und Verhaltensweisen ständig analysiert, könnte da auch ein unbewusster Abwehrmechanismus hinterstecken. Der nennt sich auch Intellektualisierung. Also statt Gefühle zu fühlen, nimmt man sie logisch und pragmatisch auseinander. Oh mein Gott. Merke, ich sollte mal dringend mit jemandem telefonieren. Ui. Also nach dem Video brauche ich definitiv einen neuen Termin. So, wo fange ich da jetzt an? Wie erkläre ich das? Ich habe ein ziemlich großes Problem, das ich, glaube ich, angehen muss, weil sie mir das gerade erklärt hat. Das ist eher so ein Optimierungsding, würde ich jetzt aber auch sagen. Also ich kann zum Beispiel nicht so gut Gefühle rauslassen, wenn man mir was schenkt. Ich bin sehr... Irgendwas sagt mir immer, zeigt nicht zu viel, mach das nicht, das ist nicht so gut. Mach das nicht, das ist nicht so gut. Ich sollte aber vielleicht mehr davon geben oder so, ich weiß es nicht. Aber die Leute, die mir was schenken, denen sage ich das auch irgendwie vorher, dass ich einfach recht schlecht da drin bin. Und ich stelle gerade fest, ich habe noch so ein anderes Ding, da muss ich immer noch mal drüber nachdenken. Da muss ich mal telefonieren, da braucht man einen Termin, glaube ich. Ob das eine Optimierungssache ist, ob das okay ist oder ob das weg muss. Also ich glaube, das ist so eine Sache. Man kann auch kritisch sein, ne? Denkt also von sich, dass man gerade super selbstreflektiert ist, aber eigentlich hat man damit eine Strategie gefunden, unangenehme Gefühle zu vermeiden. Und auch dieser Gedanke, wann endet Selbstoptimierung? Kann man überhaupt Antworten auf alle Fragen finden? Und macht das nicht krass unglücklich, wenn man keine Antwort findet, aber verzweifelt sucht, obwohl es faktisch keine Antwort gibt, aber die Frage einen beschäftigt? Nein, was? Also, waren wir glücklicher, als wir noch nicht so viel hinterfragt haben? Bestimmt kann man sich traurig reflektieren, weil dann der Fokus nur auf die Defiziten ist und man gar nicht mehr so seine guten Seiten sehen kann. An mir muss man irgendwie gefühlt alles verbessern. Was dann vor allem zu Frustration führen kann, ist, wenn man sich die Ziele zu ungenau formuliert. Also, ich bin unglücklich, ich wäre lieber glücklicher. Das ist kein konkretes Ziel. Viel konkreter wäre es zu schauen, was macht mich unglücklich und wie kann ich das verändern? Denn so ganz... Hab ich! Ich hab das gemacht, also ich hab... Das hat mich reflektiert. Oh mein Gott, jetzt hier, ne? Das Video ist unnötig lang. Who the fuck cares? Du hast reingeschaltet, selber schuld. Passt auf. So, hier, ich nehme Mikro ab. Ich nehme schon die Kopfhörer ab, weil, ne? Das wird long story short. In dem Fall, das Ding habe ich auch hinter mir. Wie kann ich glücklicher werden? Ich habe letztes Jahr angefangen, wirklich mich so unwohl mit dem zu fühlen, was ich mache. Also ich war ja in der Beauty-Szene, dann bin ich ja so, da wurde ich ja regelrecht in diese SFX-Geschichte reingeschoben und hier mach doch nochmal dies, teste doch nochmal das. Okay, alles ein schönes Hobby, alles wunderbar, wäre aber niemals für mich als Job oder sowas in Frage gekommen. Also SFX-technisch, Bodypaint-technisch, gerne so als kleine Challenge oder sowas. Oh, so ein bisschen Lust draus lassen, ein bisschen Kreativität rausschmeißen und so weiter. Okay, alles fein und schön, liebe ich, mag ich solche kleinen Spielchen. Aber ich wurde da halt so reingedrängt und immer wieder und mach doch nochmal dies und mach doch nochmal das. Dann bin ich regelmäßig bei TikTok live gegangen. Dann dann war ich jeden Tag bei TikTok live, damit ich halt eine Community aufbaue, was ich auch hatte. Dann, komm dies nochmal und mach nochmal das und auch dies und das. So, und irgendwann habe ich halt gemerkt, immer mehr, dass ich so unfassbar traurig geworden bin, dass mich das fertig gemacht hat. Dann
ging das hier in meiner Familie weiter mit Krankheiten, die dann überwiegend waren. Und irgendwann bin ich dann halt auf Rezo und Julian Bam gestoßen. Und bin als erstes auf Rezo gestoßen und habe so viele Reactions von Rezo angeguckt. Dann habe ich angefangen, Julian Bam durchzusuchten. Wir gucken übrigens hier die GCU-Reihe auch. Also falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast und dir gerade denkst, ach, sympathisch, das kannst du hier auch sehen. Wir gucken auch ganz lustige Sachen. Guck einfach mal in die Playlists rein. Dir wird schon irgendwas gefallen. Und auf jeden Fall habe ich halt für mich festgestellt, dass ich irgendwie komplett falsch bin. Dann habe ich es nochmal versucht zu Halloween. Und ich kam einfach nicht mehr in den Quark. Und Ende des Jahres war für mich wirklich Schluss mit dem Gedanken, warum bin ich so unglücklich? Es war gefunden, mein Problem. Also dieses eine Problem war zumindest für mich gefunden, warum ich so unglücklich war, weil ich nicht das gemacht habe, was ich immer wollte. Ich war immer wieder in die falsche Richtung abgerutscht und habe mich natürlich auch davon beeinflussen lassen, zu sagen so, ja, mach doch nochmal dies, teste doch nochmal das und so bla bla bla. Es war völlig verkehrt, das zu machen. Ich hätte sofort anders abbiegen müssen. Aber jetzt habe ich es getan. Jetzt sitze ich hier und mache Reaction, bin Meinungsbloggerin quasi geworden und mache Reactions, mache eigene Videos, mache Sportvideos. Ich kann endlich frei über Sport reden hier. Das ist da mein Ding. Ich liebe Sport so krass dolle. Ich liebe es, ich verehre es. Und das habe ich alles nach hinten gestellt. Alles mit Beauty nach vorne. Das, was wirklich nur so 20% meines Lebens ist, nein, nach vorne gestellt. Und die restlichen 80% habe ich nach hinten gestellt und jetzt stehen die 80% vorne und nur noch die 20% im Hintergrund und ich liebe es so sehr und jetzt, wenn ich dir halt sage so, hey, übrigens, wenn du das nachschminken willst, dann packe ich dir das Ganze in die Infobox oder ich dir eine Werbung einblende von meinem Partner, Cosmetic for Less, je nachdem, kommt halt drauf an. Dann meine ich das von Herzen, dann kannst du das nachshoppen, was ich so im Gesicht habe. Das hier ist übrigens nichts Wildes und ob man es noch bekommt, weiß ich auch nicht. Ich kann es dir trotzdem mal in die Infobox ballern. Aber das sind 20%, die jetzt so nebenbei stattfinden, beziehungsweise endlich kann ich das zu 100% ich machen. Zu 100% Vanessa Frieda Luise. Ich bin endlich da und das hat wirklich ein bisschen gedauert, ein bisschen länger, ein paar Jahre. Und jetzt kann ich von mir aus sagen, dass ich jeden Tag irgendwie mich voll drauf freue, so Videos zu drehen, zu schneiden, es sei denn, es gewittert und heute gewittert es ausgerechnet. Naja, nee, es hat noch gar nicht gewittert, aber es regnet auf jeden Fall ziemlich dolle. Aber wir hatten irgendwie eine Gewitterwarnung und ich hasse Gewitter. Auf jeden Fall, genau das ist das, was ich so sehr liebe. Also jetzt, ne, ganz im Ernst, ich habe das wirklich hingekriegt, zu verstehen, was macht mich glücklich. Das, was ich hier gerade tue, das, was du hier gerade siehst, das macht mich glücklich. So, und das kann jeder schaffen. Wenn man weiß, was macht einen unglücklich, dann weiß man auch, was macht einen glücklich. Ach ja, kurzer Ausflug in mein Leben, kurz gemacht. Ganz oberflächliche Ziele können einen unglaublich unzufrieden machen und einem das Gefühl geben, nie anzukommen, nie fertig zu sein. Und was auch schnell passieren kann, wenn man immer auf der Suche nach dem nächsten Problem bei sich ist, man vergisst im Moment zu leben. Zumindest geht es mir so. Wie geht es eigentlich euch damit? Habt ihr auch das Gefühl, dass ihr euch manchmal traurig reflektiert? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Ich glaube, ja und nein. Ich glaube, ich habe jahrelang mich traurig reflektiert, um endlich zu verstehen, das war Bullshit. Selbstreflexion und Selbstzweifeln ist oft ein schmaler Grat. Mhm. Warum reagiere ich so? Wieso passiert mir das ständig? Bin ich der Fehler? Man kann sich verrückt damit machen, sich ständig und permanent zu hinterfragen. Psychologische Forschungen zeigen sogar, dass... Ey, das stimmt so sehr. Ich fühle das so sehr, was sie sagt. Ja, wurde mir auch schon gesagt. Alles über Bord werfen. Das wird jetzt alles über Bord geschmissen. Das ist Wahnsinn. Glücksforschung, was uns glücklich und unglücklich macht. Menschen, die ständig darauf schauen, ob sie wirklich glücklich und zufrieden sind, eher das Gegenteil damit bewirken. Denn im Vergleich zu Leuten, die weniger reflektieren, fällt es denen, die eben krass jedes Gefühl analysieren, stärker auf, wenn es ihnen schlecht geht. Und die haben auch ein höheres Risiko, sich dann in negative Gefühle krasser reinzusteigern. Durch das ständige Hinterfragen und Grübeln kommt man gar nicht mehr ins Machen. Selbstreflexion kann, wenn wir nicht aufpassen, in...
Also ich bin ja im Machen, es tut mir leid wegen der Wasserflasche, aber ich habe einen Brand wie eine Bergziege. Ich bin ja im Machen und ich muss gestehen, das Machen ist für mich viel, viel angenehmer, als das nur drüber nachdenken. Also dieses Angehen, dieses Ganze, ich zeige ja jetzt auch auf Social Media hier Ausschnitte, ich nehme nebenbei in Vertikal auf, ich zeige jetzt Ausschnitte da. Ich habe mich auch an Social Media technisch, also Instagram, TikTok, von dem ganzen Bums hier verabschiedet, dass ich sage, ich mache nur noch Beauty. Es ist einfach für mich besser, das jetzt zu machen und nicht immer nur so teasern, sondern machen. Einfach machen, weil ich weiß, dass das Richtige ist für mich und deswegen machen. In eine Entscheidungs- und Handlungsunfähigkeit übergehen. Dafür gibt es keinen offiziellen psychologischen Begriff. Aber in einer Zeit, wo es ja für gefühlt alles ein neues englisches Wort gibt, haben wir uns im Team jetzt auch mal was überlegt, nämlich Overhealing. Ich finde, das beschreibt es doch eigentlich ganz gut, oder? Also ich finde, Overhealing klingt doch perfekt, oder? Also doch, ich muss sagen, Brust raus dafür. Selbstreflexion und Heilung. Da gibt es natürlich keinen Beipackzettel, der dir sagt, nach 3 Wochen bitte das Prozedere absetzen, dann sind sie fertig. Es geht eher darum, das richtige Ausmaß für einen selbst zu finden. Man kennt's. Wenn man zum Beispiel was richtig Gutes isst, dann fühlt es sich erstmal ziemlich nice an. Aber wenn man sich dann irgendwann überfressen hat, dann ist einem schlecht. Oh Gott, ja. Shame on me. Und das Gute ist zu etwas Negativem gekippt. Seine Grenzen nicht kennen. Etwas, was wir vor allem auch bei Burnout-PatientInnen sehen. Hier gehen Menschen regelmäßig über ihre Grenzen, ohne diese überhaupt bewusst wahrzunehmen oder sie sogar bewusst zu ignorieren. Zu viel Arbeit, zu viel Sport, zu viele... Sollte ich meinem Bruder mal mitteilen, diesen Teil? Weil auch er zu viel Arbeit. Pflichten und zack. Kann es für einen plötzlich ziemlich dunkel sein. Nur ist es bei Selbstreflexion so, dass gern mal das Gefühl entstehen kann, es gibt kein zu viel. Selbstreflexion und Heilung ist immer und unter allen Umständen angebracht. Toxic Healing gibt es bestimmt. Also toxic bedeutet ja eigentlich nur etwas, was eigentlich normal sein könnte oder in Balance sein könnte, ist jetzt in Disbalance und ist nicht mehr gut oder schadet einen sogar. Warum möchte ich mich selbst optimieren? Warum möchte ich mich verändern? Ist es, weil es mich wirklich weiterbringt? Ich finde, hinter diesem Selbstoptimierungswahn, wenn ich den so nennen darf, steckt auch manchmal einfach so dieser Drang oder dieser Zwang nach Perfektionismus. Und diesen Drang nach Perfektionismus haben wir nicht nur bei uns selbst, den können wir auch bei anderen haben. Ich wünsche mir jetzt mal kurz, dass hier unten so ein Loch aufgeht. Flupp, weg. Beispielsweise, wenn man beim Daten von der anderen Person erwartet, dass sie perfekt sein muss, sich mit ihrer Vergangenheit auseinandergesetzt hat. Nee, oh, das ist mir egal, ob er sich mit der... Oh Gott, wie unangenehm. ...geheilt ist und bloß keine Triggerpunkte mit in die Beziehung bringt. Was? Das ist mir egal. Ich bin vollkommen oberflächlich. Beim ersten Date bin ich arschoberflächlich. Es tut mir so leid, ich bin null perfekt. Ich bin absolut nicht perfekt. Ich bin aber so, wie ich bin. Und das ist okay. Das mag dem Gegenüber genauso gehen, dass er sagt, ich bin perfekt. Also ich bin nicht perfekt, aber ich bin die Person, die... Ne, so. Aber sobald auch nur ein Nasenhaar zu sehen ist... Oh, Eskalation. Was dann oft übersehen wird, um glücklich zu sein, ist es nicht für jeden der beste Weg, immer und überall in die tiefsten Wunden und dunkelsten Ecken der Psyche abzutauchen und... Naja, das aber immerhin, es gibt doch Menschen, dessen Nasenhaare nicht zu lang sind. ...die aufzuarbeiten und zu heilen. Wir kennen ja alle diesen grandiosen Tipp aus Disney-Filmen, dass man einfach loslassen soll, wenn einen etwas belastet. Lass los, lass jetzt los, nun bin ich endlich so weit. Ich denke mir dann immer, ja, danke dafür, aber wie? Denn loslassen ist gar nicht so einfach. Und sag ich, ey, den Tipp habe ich so oft bekommen in den letzten Jahren, lass doch los. Ja, wer bin ich denn, Elsa? Hirn hält gerne mehr an negativen Gedanken und Erfahrungen fest, statt sich auf das Positive zu fokussieren. Kennt ihr bestimmt auch, dass beispielsweise ein verletzender Kommentar krasser hängen bleibt und einen länger beschäftigt als ein Kompliment? Das Phänomen nennt sich auch Negativitätsbias. Ganz früher war das überlebenswichtig. Denn man musste sich negative Dinge merken. Welche Früchte sind giftig? Oder wo sind Raubtiere unterwegs?
ja, ist schon schlau, dass man sich das früher gemerkt hat. Heutzutage ist das alles irgendwie so nicht mehr wichtig. Es ist also evolutionär bedingt, was aber nicht heißt, dass man heutzutage nicht lernen kann, damit umzugehen. Dabei bedeutet Loslassen nicht, dass man seine Emotionen unterdrücken soll oder zur Seite schiebt. Die Vergangenheit kann in der Vergangenheit bleiben, wenn ich keine neuen Erkenntnisse mehr daraus gewinnen kann. Und die Vergangenheit kann auch in der Vergangenheit bleiben, wenn es mich emotional nicht mehr so bewegt oder ich emotional gar nicht mehr so viel spüre. Und das kann auch ein gutes Zeichen sein, ne? Also wenn man zum Beispiel über vergangene Situationen nachdenkt und früher hat man irgendwie ganz viel Scham gespürt oder Traurigkeit gespürt oder man hatte irgendwie so ein Kloß oder so eine Schwere im Brustbereich. Und wenn man jetzt über die gleichen Situationen nachdenkt oder darüber redet, dann spürt man nicht mehr das gleiche Gefühl oder es ist nicht mehr so das belastende Gefühl. Oft hört oder... Das stimmt, da gebe ich recht. Auf dem Weg bin ich bereits, beziehungsweise auf dem Punkt bin ich bereits. Da liest man, dass Aufarbeitung zur inneren Heilung beiträgt und man gefühlt nichts verdrängen sollte. Das Wort Verdrängung hat auch einen total negativen Beigeschmack. Doch der Körper verdrängt bestimmt nicht just for fun, oder? Ja. Tatsächlich gibt es eine Studie der Universität Cambridge, die Hinweise darauf gibt. Möglicherweise kann es sogar vorteilhaft sein, angstmachende Gedanken zu verdrängen, sagen die Autoren der Studie. Allerdings brauche es noch weitere Untersuchungen, um das zu bestätigen. Denn die Studie... Okay, gut, dann lassen wir sie einfach weiterarbeiten, ne, weil besser ist. Hier war mit 120 ProbandInnen ziemlich klein. Und ganz ehrlich, ab und zu bin ich auch ganz froh, dass ich mich nicht an jedes einzelne Detail erinnern kann. Oh Gott, ja. Oh Gott, ich weiß, es gibt so Momente, da will ich gar nicht wissen, was passiert ist. Das mich psychisch belasten könnte. In der Psychologie spricht man vor allem von Akzeptanz, Vergebung und dem Fokus auf die Gegenwart, wenn man über das Loslassen spricht. Man soll offen sein und seine Fehler und oder Traumata akzeptieren und beginnen, sich auf andere Perspektiven oder Verhaltensweisen einzulassen. Wir schauen hier gezielt auf Traumata, Glaubens- und Verhaltensmuster oder schlechte Erfahrungen, die ganz tief verankert sind. Die Dinge, die uns immer wieder im Alltag im Weg stehen. Ja, das mit dem Arzt. Ich sag ja, das ist im Alltag ist das nicht gerade geil, weil ja, wenn du mal plötzlich zu einem Arzt, Zahnarzt oder was auch immer musst, weil du am liebsten einfach nur weg willst, weil völlig Schiss, ne, ist nicht so gut. Für viele ist Loslassen direkt verknüpft mit Aufgeben oder Scheitern. Wer loslässt, hat versagt. Das macht natürlich auch was mit dem Selbstwertgefühl. Nur wenn ich sozusagen die beste Version von mir selbst bin, nur dann bleiben die Menschen in meinem Leben und mich verlässt niemand. Also das kann ich nicht unterschreiben. Ich hab Freunde in meinem Leben. Ich sag mal so, ich weiß, dass ich sie verdient habe. Und ich habe gestern gecheckt, dass diese Menschen alle völlig bescheuert sind. Und ich liebe sie dafür, dass sie genauso bescheuert sind. Und das bescheuert ist hiermit das fetteste und liebste, liebevollste Kompliment der Welt. Die eine stalkt Schmetterlinge, die nächste Person testet eine Regenjacke in einem Bus, also im geschlossenen Raum. Andere versuchen, die Polizei anzuhupen. Obwohl sie gar nicht die Polizei anhupen wollen, eigentlich, aber es wurde nicht gehupt, aber ne, der Gedanke war da. Aber eigentlich sollte ich nur angehupt werden. Ich weiß ja nicht. In dem Zusammenhang könnte man da schon von Verlustängsten sprechen. Wenn man das Gefühl hat, nur wenn ich die beste Version von mir selbst bin, dann können Menschen mit mir in Beziehung treten. Solche Gedankenmuster können sich schon in der Kindheit festsetzen, wenn man zum Beispiel von seinen Eltern ständig das Gefühl bekommen hat, dass man sich verbessern muss und nicht gut genug ist. So Sätze wie, aha, du hast eine 2 in Mathe und Leo, der hat eine 1, war ja wohl möglich, dass du das auch bekommst. Sowas kann... Na, hast du wieder eine Freundin verloren, weil du das falsch gemacht hast? Alter Falter, wie oft habe ich den Satz schon gehört in meinem Leben? Ah, ohne Scheiß. Ich bin dann grundsätzlich immer die Dumme, aber ich habe jetzt Freunde, nur noch Freunde in meinem Leben, die mich genau mit meiner Scheiße ertragen haben. Die meine Scheiße, die ich durchhabe, ertragen haben. Und die nicht irgendwas Gelecktes von mir wollen, die keine perfekte Variante von mir haben wollen. Und deswegen liebe ich euch. Und ich weiß, dass einige von euch dieses Video gucken. Ich liebe euch. Sich bis ins Erwachsenenalter festsetzen mit dem Gefühl von, ich bin okay, aber es geht immer noch ein Stück
besser. Natürlich verleitet es dann einen eher, diesen Selbstoptimierungswahn, nenne ich jetzt mal, oder diesen Heilungswahn zu verfallen, als wenn man irgendwie die Erfahrung gemacht hat, man ist gut so, wie man ist, auch mit seinen Mängeln und seinen Schwächen. Den Ursprung aller Probleme aber immer beim inneren Kind zu suchen, sieht Psychologin Gitta Jakob als schwierig an. In einem Interview über ihr Buch sagt sie, in einer seriösen Psychotherapie, in der mit dem inneren Kind gearbeitet wird, hat das in der Regel das Ziel, sehr negative Gefühle zu reduzieren und es soll erwachsenes, gesundes Verhalten fördern. Aber in der Form, wie wir es in der Gesellschaft gerade beobachten, erlaubt dieses ganze innere Kind-Ding uns quasi unreif zu sein. Erwachsensein bedeutet aber auch, mal zurückstecken zu müssen, Kompromisse zu machen und mit negativen Gefühlen zurechtzukommen. Es ist wichtig, psychische Krankheiten zu enttabuisieren und diese richtig zu behandeln. Wer noch nie eine Therapie gemacht hat, für den ist das Symptom auf jeden Fall richtig. Aber einen Arzt zu finden ist noch viel fataler. Es gibt aber mittlerweile Hilfen im Netz und es gibt auch Seiten, beziehungsweise weiß ich, dass Spotify macht dafür Werbung, wenn du einen Werbungsaccount hast, also einen Account mit Werbung, da geht es um auch Mental Health und dass du halt auch einen richtigen Therapeuten oder Therapeutin findest mit, also wo du auch Online-Sachen machen kannst, also die Person muss nicht unbedingt in deiner Stadt sein. Aber da wird halt auch schon mittlerweile sehr, sehr viel drauf hingewiesen. Und das, die Seite ist übrigens sehr toll, muss ich sagen. Aber in der Regel braucht es keine unendlichen langen Therapien. Ihrer Erfahrung nach kann man nicht alles aufarbeiten und soll das innere Kind auch mal in Ruhe lassen. Auch Professor Dr. Wolfgang Lutz meint, dass man aufpassen muss, sich nicht in der Vergangenheit zu verlieren, sondern zu schauen, ob man das Problem im Hier und Jetzt lösen kann. Wenn ihr übrigens mehr über das innere Kind erfahren möchtet, dann klickt euch gerne mal hier rein. Wir haben dazu auch ein ganzes Video gemacht. Sich und seine Vergangenheit zu akzeptieren, mag für den einen oder anderen mega schwer klingen. Aber ist wichtig. Vielleicht seid ihr heute schon so viel weiter, als ihr denkt. Und braucht gar nicht noch mehr Zeit, um zu heilen und zu reflektieren, weil ihr eigentlich die Lösungen schon kennt. Man muss es sich nur manchmal viel mehr vor Augen halten. Denn wenn man... Und arbeiten. Arbeiten, arbeiten, arbeiten. Wenn man sich einfach ganz lange im Spiegel selbst in die Augen schaut, sieht man, welche innere Schönheit und Reife und Stärke man hat und wie wichtig es ist, sich selbst nicht auf der Reise zu sich selbst zu verlieren. Seid nicht so. Es ist schön, eine romantische Phase zu haben, aber dosiert die. Okay. Okay, wenn Professor Dr. Dr. Knossi das sagt. Jetzt aber mal Spaß beiseite. Jeder von uns braucht zum Verarbeiten unterschiedlich lang. Wir starten nicht alle gleich. Das ist kein Rennen, wo wir an der gleichen sozusagen an der Startlinie stehen und dann jeder läuft dann los, sondern der eine hat einen Riesenvorsprung. Der eine startet irgendwie 10 Kilometer hinten. Und das ist das Leben. Das Leben ist total ungerecht und deswegen haben wir auch verschiedene Startpositionen im Leben. Und der eine braucht dann länger und der andere weniger lang. Für mich ein absolut wichtiger Reminder, weil ich mich oft noch selbst verurteile, wenn ich merke, dass in bestimmten Situationen emotionale Wunden hochkommen und ich nicht schon total geheilt und selbstbewusst reagiere. Dabei ist... Hab ich auch. So, das sind so Sekunden und dann ärgere ich mich über mich selbst und dann... Dann denke ich mir wieder, da musst du nochmal drüber nachdenken. Ah, so. Zum Glück, Hut ab, bin ich manchmal sehr vergesslich. Oder ich habe einfach irgendwas getan, was halt wichtiger war und dann vergesse ich das zum Glück wieder. Es ist so wichtig, Verständnis und Mitgefühl für sich und seine Emotionen zu haben. Also, lass dir nicht einreden, wie du zu heilen hast, wann du zu heilen hast, was du zu verarbeiten hast. Und ja, vielleicht habe ich zu viele Disney-Filme geschaut, aber da ist schon was dran, dass halt jeder seinen eigenen Weg hat. Hier kommt. Da kann ich auch nur sagen, ja, jeder hat seinen eigenen Weg und jeder muss seinen eigenen Weg gehen. Und klar, natürlich kannst du dich von Freunden unterstützen lassen und die Liebsten in deinem Leben haben vielleicht auch mehr Verständnis, als man denkt. Aber ja, ich glaube, da ist eine Menge Potenzial, worüber wir alle nachdenken sollten. Ich muss echt das mal mit meinen Gefühlen auf die Kappe kriegen, glaube ich. Das wäre so ein Punkt, den ich gerne angehen wollen würde von meiner Seite aus, weil für mich ist das so ein Ding, ich kann zwar zeigen, wenn ich glücklich bin und so, aber es ist so richtig, da sind so Sachen drin, da denke ich mir so, das ist wirklich so ein Punkt, den sollte ich vielleicht nochmal ansprechen. Vielleicht ist das auch gar nicht so schlimm oder so, dass das so ist bei mir.
Aber ich werde es einfach ansprechen und nochmal mich da durchpacken. Ich suche dir auf jeden Fall für die Biografie mal die Seite von raus, die ich gerade meinte, über die Spotify-Werbung macht. Ich komme nicht drauf. Ich komme wirklich nicht drauf, wie sie heißt. Ich habe sie vor einiger Zeit sogar bei mir aufgerufen und ich komme nicht drauf. Es ist eine englische Werbung, Mental Health Therapie und so weiter und so fort. Also ich versuche es zu suchen, wenn ich es nicht finde. Ist egal. Auf jeden Fall ist alles zu dem Thema, also auch das Originalvideo von Brust raus, ist in der Videobeschreibung drin. Und ich hoffe, du reflektierst dich nicht zugrunde. Du akzeptierst, dass du wundervoll bist, auch wenn du Ecken und Kanten hast. Und ich werde jetzt mich nochmal um dieses Gefühlsproblem kümmern gehen. Dringend nochmal ein Telefonat führen, du weißt schon. Weil das muss ich einfach mal kurz abgeklärt haben. Gruselig, gruselig. Und ansonsten vergiss nicht zu abonnieren, zu liken, damit du immer wieder meine Videos siehst, also du meine Videos halt regelmäßig sehen kannst und vor allem nichts mehr verpasst. Wir sehen uns morgen wieder. Tschüss.